Hallo Leute, ein weiterer Akt kam online, eine weitere Vollversion kam ja auch online aus dem Akt 4 und jetzt kam auch ein Behind the Scenes zu der Vollversion online und zwar Julia wird ein Mann, Behind the Scenes von meinem Akt 4. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Dreharbeiten dort waren. Lass eine Hoch da, let's go rein da. So, liebe Freunde, einen guten Abend. Wir sind jetzt hier gerade im Keller von meinem Dad. Und wir bauen jetzt eine Location auf, weil wir morgen früh ein Musikvideodreh haben und keine andere Location gefunden haben. Wir werden nämlich heute Eminem. Hey, Ju, also der hätte auch gerne in meinem Keller drehen können. Also, da hätte ich auch ein paar Leute gehabt, die meinen Keller ausräumen erstmal, weil der voll gemüllt ist mit Krams. Stan machen. Oh, das heißt, wir müssen hier noch so einige Sachen aufbauen. Dieser Keller ist wirklich schon jahrelang nicht berührt worden. Wir sind alle gerade hier. Vorsicht, nicht die Wand anfassen, da sind überall riesige Spinnen. Solange da kein Asbest ist, passt das. Jo, was ist das für ein Viech? Ist nicht von Alien so ein Ding? Hat es Finger als Finger? Nee, Finger, menschliche Finger als Beine? Was? Ich hab's nie genau angeguckt. Angelo, du hast gerade bei eBay Kleinanzeigen noch einen Röhrenfernseher besorgt. Mal sehen, wie groß Ju ist im Vergleich zu mir. Ich habe noch ein paar Röhrenfernseher besorgt, auf jeden Fall, die gehe ich jetzt abholen. Also merkt euch, wie der Raum hier aussieht. Vielleicht kann man gleich nochmal ganz kurz zeigen, wie der aussieht. Und dann, wie er dann später aussehen wird, im Film. Let's do it. Ich glaube, Angelo ist so ähnlich groß wie ich. Ich glaube, ich würde genauso da drin stehen, ja. Ich werde gleich mir ganz viele Bilder angucken von gezeichneten Monsterbildern. Das haben wir nicht wohnen können, ne? Nee, nur schwarz und rot zum Beispiel für die Augen, wenn ich mal irgendwie rote Augen malen will. Sehr, sehr geil. Dann haben wir... Thomas hat die ganzen Bilder gemalt. Ach, wie geil. Sehr, sehr geil. Ah, du bist auch noch okay. Jeder malt ein Bild. Was ist das? Das ist ein Gott. Malt ein Gott, ja. Ein Gott? Oh, das sieht fett aus. Ja. Das ist also, fett. Da ich auch sagen. Das ist ja wie in der Kunst. Das ist ja geil, wie ein nacheinander Bilder malen. Hä? Ich finde das übel geil gerade. Einfach so Kunstunterricht. Malt gruseliges Monster. Der Lehrer rum sagt so, ah, oh, das ist gut, stark, ja. Also, sowas ist geil. Fachmännische Hilfe. Ja, du sollst eine Therapie machen. Findest du meins, was ich währenddessen gemacht habe? Oh, ich finde die Küche furchtbar schlimm. Nee, ist das die Küche im Keller hoffentlich, oder? Oder ist das seine Küche oben? Weil hier diese Fliesen hier... Ist ja Fliesentisch quasi, aber als Küche. Und dann hier dieses Orangene. Boah. Also genau sieht, glaube ich, die Küche aus wie meiner Oma, aber die Küche im Keller. Deswegen hoffe ich, dass die Küche vom Keller ist gerade hier. So ist ein wilder Geschmack auf jeden Fall, den Juice Vater hat. Das erinnert mich an meine Erdkunde-LK-Stunden. Das hier sind die Fenster in den Kellerraum, wo wir drehen. Und wir haben da und hier zwei Lampen von draußen, die den Blitz simulieren werden. Ach, der Blitz. Ach so. Hey, wie cool. Gar nicht drüber nachgedacht. Hey, das ist voll stark. Ja klar, Blitz kam ja auch vor. Stimmt, hey, wie cool. Boah! Mit Donner! Die haben sie nicht nachträglich eingefügt, aber das ist ja übel geil gewesen, geil. Donner! Lol! Ich hab mich erschrocken, ich hab mich ganz doll erschrocken! So sieht die Location jetzt aus, ihr habt ja schon einen Blitztest gemacht. Ich immer, wenn ich meine Horror-Games zocke auf meinem Gaming-Kanal. Falls ihr nicht wusstet, auf meinem Gaming-Kanal spiele ich aktuell zu 90% Horror-Games, weil die gut bei euch ankommen. Und ich erschrecke mich durchgehend irgendwie, weil ich mag Horror-Games gar nicht, aber. Ich mach's, weil es euch gefällt, also checkt es gerne ab. Brötchennester-Account ist auch verlinkt, glaube ich, unten. Wenn nicht, dann mache ich das noch. Sieht überkrass geil aus. Respekt, Respekt. Wir müssen jetzt hier sitzen, wir werden alle in den anderen Raum sein. Dann lassen wir die einfach performen. Es ist auch viel nicht Musik, ne? Ich würde echt gar nicht so viele Lines mitsingen lassen. Es kommt noch artiger. Ah, ich find's fett. Stark, ja. Hier hat alles angefangen. Songs der Bohne. Kaya stand hier, Kaya na. Und hier ach, yo! Hä, der Garten sieht viel kleiner aus. Der sieht richtig klein aus hier in der Aufnahme. Hä, crazy. Gelöchert. Und so sieht es gerade aus. Was schön, hat mein Dad wieder irgendwie selber repariert, weil wir zu langsam waren. Nee, die Story ging noch viel früher los, denn oben war ja das Raumschiff, das Ehrenmann auf der Galaxie. Mhm. Die NUS 1 war da oben. Jetzt drehen wir quasi zwei Etagen tiefer. Dieses Haus ist einfach nur noch Kulisse für uns, ne? Und da hinten, hinter dem Busch, haben wir eine Szene von Marky Robbe gedreht. Die Zeltszene. Oh, ja. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern an diese Zeltszene. Da kann ich null dran erinnern, gerade, dass es die gab. Du bist da! So, du als Mann.
Ich fühle das ein bisschen zu sehr. Ja, du bist auch sehr toxisch gerade. Geh mal ein bisschen Distanz. Bist du toxisch, ha? Süße. Ja, ist Mann, Alter. Ey, schmecke! Boah, ich krieg da Cringe-Gänsehaut gerade. Bah! Anders kann ich nicht. Zeig mal. Nee. Nein, immer. Ist dir noch nie aufgefallen. Immer wenn du sagst, ich soll was sagen, dann mach ich es erst recht nicht mehr. Ja. Weil ich dann weiß, dass es irgendwas. Danke. Ich zeig Gott. Ja, ich halte mal rein, dann riechen die immer so wie. Ja, mach mal. Nee, das ist so. Komische Szenen von mir. Als hättest du nicht schon genug komische Szenen von mir. Wie findest du den Jungen? Den Jungen? Bist du Links- oder Rechtsträger? Träger? Frage. Ach so. Rechts. Weißt du, was bedeutet bei Jungs? Ja, auf welche Seite man. Ja, weißt du, was die rechte Richtung heißt? Hast du das falsch? Hä? Was heißt die rechte Richtung? Hat das eine Bedeutung? Kann man Menschen beurteilen, wo sie tragen? Also ich bin Mitteträger immer eigentlich. Ich finde es komisch, wenn es links oder rechts hängt. Gern geschehen bei euch für die Info, Leute. Habe ich gern gemacht. Okay, dann links. Was Spaß. Das? Und du? Ja, genau mittig. Es gibt ja genug, das ist mittig. Bei ihm ist er nach oben. Klappst du mal so nach oben? Oder so hinten rein? Ich klemme immer so unter den Gürtel. Ich mag das. Das kann ich verstehen, das finde ich auch ganz geil. Eigentlich müssen wir echt so ein Video machen, How to be Yoga. Und ich bringe dir so ein paar Sachen bei. Schneider, ne? Die Schneider? Random Facts mit Conny. Einfach random. Irgendwie jetzt Schneider. Die redet gerade, wo er den Schwengel hinpackt. Und der sagt was mit Schneider. Jetzt bin ich gespannt auf seine Story, was jetzt kommt. Schneider fragten die Männer, ob sie links- oder rechtsträger sind, damit die dann den Schnitt irgendwie der Hose so anbleiben. Krass. Da kommt das. Und was geht denn da sonst ein? Mein Dad hat mal diese Random Facts. Ich hab mal noch was lernen. Hey, wusste ich auch nicht. Aber ist eine Hose anders geschnitten, weil man nicht. Hä, gibt auch keinen Sinn, oder? Oder wenn man damals vielleicht ein Schwert gehabt hat und man dann nicht in den. Nee, es gibt auch keinen Sinn. Warum muss der. Oder hat der Vater gerade nicht gecheckt, was mit Links-Rechtsträger gemeint ist, sondern hat vielleicht Schwert gemeint oder so, was man das Schwert trägt, rechts zu links. Dann kann ich es verstehen, wie man die Hose schneidert dann, ja. Sonst checke ich es gar nicht gerade. Das sind wichtige Fakten fürs Leben. Eier rasiert oder nicht? Was ja, ja, immer. Safe. Oh, oh. Das vergisst die meisten. Echt, denkst du? Alles gut. Was ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Mhm. Ey, mindestens 250, ja. Ich hab irgendwann auch gehört. Boah, Bruder, was ist los? Und du? Deiner? Ach, null. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist Bodycount? Was ist Bodycount? Viele. Was ist Bodycount? Wenn du mit jemandem geschlafen hast, geht dein Bodycount um 1 nach oben. Das heißt einfach, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat. Ach so! Was ist deiner? Das sage ich jetzt hier nicht öffentlich. Ja, stimmt heutzutage nicht mehr solche Zahlen. Fantasiarden! Das sieht irgendwie zu realistisch aus gerade. Hey, was ist das hier? Och nein. Trage ich gerade links. Brauchst du vielleicht eine Unterstützung? Das ist mir zu klein, muss ich sagen. Kann man das hochladen? Ja, doch. Ich weiß es nicht. Doch, das kann man hochladen. Ja, muss. Guck mal. Ja, krass. Du wärst so ein toller Mann. Mega krass. Welche Frau würde Julia daten, wenn sie ein Mann ist? Alle, oder? Welche Männer? Ja, jede. Stimmt. Ich glaub, jede, die nicht bei zwei auf dem Baum ist. Bei zwei? Bei zwei. Ein, zwei. Ich bin nicht allein. Also solche Küchentalks sind die besten, wirklich. Ich stehe auch gerade in der Küche. Also das finde ich am besten immer, ja. Mein Gott, gleich werden wir hier alle eingesperrt. Yo. Das haben wir gestern Nacht noch gebaut. Du Scheiße. Was ist sie denn auf einmal für ein Psycho? Was? Ich glaube, Julia wäre eher so ein Justus. Nee, ein Justus. Nein, ja. So ein Jeff Bedeyer ist er. So, Julius Justus ist wieder am Set angekommen. Und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Seid ihr alle ready? Wo ist die Kamera? Kannst du gleich so auf, so wie Männer das so machen, so hier entlang gehen? Jetzt wirklich so? Ja, Männer stehen ja meistens immer so, dass sie so wippen. Und dabei kratze ich mir dann auch noch am Seil. Ja, genau. Und ich halte ihn so fest.
Einfach so rappen einfach. Ich bin immer so wie, warum die Leute immer so rumgestanden sind. Die haben wirklich immer so da gestanden, so und dann so. Mom, Spaghetti, Luke's heavy. Ist wirklich, weil der Sack so schwer ist, man den halten muss, oder was? Ich hab's nie verstanden, warum man das macht irgendwie. Männer lachen nicht so hoch. Männer lachen nicht so. Willkommen auf meinem Kanal, Leute. Ich bin jetzt zu einem Nichtmann degradiert worden. Das heißt degradiert, aber ich bin anscheinend jetzt kein Mann mehr. Cool, was bin ich dann? Gegenhauen, dann abreißen. Genau, dann kommt der Blitz. So ein männlicher Blitz, aber bitte. Ja, okay. Joel? Den männlichen Blitz? Ja, bitte. Hier fühle ich mich wohl. Okay, muss ich auch sitzen, Sonnenmann, oder? Wir müssen wahrscheinlich eh alle draußen. Jedermann. Okay, wir machen erstmal eine Fahrt nur drauf zu. Ich lasse den Song laufen, du musst gar nicht so mitsingen. Es geht eher nur ums Feeling so, ja? Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collect the fuck the fame. Up in the step, why they... Boah, mega, Alter, heftig. Julia war ein Jahr alt, dass der Song rauskam. Ja. Ein Jahr, die war so klein, Digga. Krass. Ja, okay, Einjährige sind nicht so, doch so. So. Doch, Einjährige sind so. Höchstens. Ja, vielleicht auch. Sollen wir erstmal aus nach vorne fixen? Sie sind in ihrer Muck-Nicht-Phase so. Muck-Nicht, ich bin ein Typ hier. Ich muss meine Eier unten halten. Weil wenn wir von hinten shooten, würde ich vielleicht noch mal gucken, ob wir nicht noch hier zwei, drei Bilder dran hängen. Von der Seite. Du kannst auch mal sowas machen, ne? Mach so. Einfach. Ja. Hier. Und dann so auch das Bild hinten, diesen Gang da so. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Das heißt aber, dass die andere Seite auch gut aussehen muss. Sie sieht jetzt gerade noch halbwegs gut aus. Das ist mein alter Stoff, der hier ein Domo-Kunde. Ja. Oh, stimmt, das Viech. Woher kam das denn mal vor? Das heißt Domo auch, ne? Genauso wie die Klimaanlage von Papa Latte. Domo, was war das mal für ein Vieh? Ich weiß nicht, auch ein Spiel oder sowas? Ein Videospielcharakter? Ich bin mir da unsicher gerade. Die machen das ja, Jungs, die machen das gut, ne? Machen die gut, Jungs, die machen das gut. Können wir noch mal eine Perspektive machen, wo du auch manchmal ein bisschen mehr hochguckst. Und auch mal so, verdammt, so schreist auf einmal. Und auch mal so am Kopf so. Okay. So. Nice! Ich weiß auch schon, wie hell es dort eigentlich ist, ne? Das ist so hell dort, aber trotzdem ist es im Video kommt es extrem dunkel rüber, was so Color Grading alles ausmachen kann, ne? Ist crazy. Wenn ich so eine Szene drehen wollen würde, dann würde ich es auch dunkel machen, dann wäre alles verpixelt so ein bisschen auch wieder, ne? Weil wenig Licht halt wenig Bild, also wie die Bitrate halt ein bisschen kräuselt und sowas auch, ja. Das Bild-Video halt. Soll ich hinschreiben? Weil ich Color Grading nicht kann, genau. No. Sorry. Wir haben gerade geredet darüber. Speck, Eier, Mehl, Eternal God, perfekt. Dass sie jetzt so Streamer werden will, so, wenn sie ein Junge wäre und dann hätte die einmal mit Junge, ja? So. Kannst du mal in die Kamera gucken und sagen, ach Schmutz, Digga. Mach mal. Ich finde es auch krass, dass Julia Streamer streamen will. Will sie ja. Die hat den ersten Stream angekündigt, glaube nächste Woche oder sowas. Will sie auch sagen, weil das wild reagieren. Ich finde es wild, dass sie das macht, weil Julia hat auch so viel immer zu tun. Die hat doch nie Zeit. Wie will sie dann Zeit finden, um live zu streamen? Oder nimmt sich dann mehr Zeit jetzt? Weniger Schauspiel, mehr Streaming oder was dann? Keine Ahnung, ich finde es spannend. Ich kann das nicht. Na, mach mal. Schmutzig, Audition. Ja, dann machen wir mal weiter hier, ne? Denk an die Eier. Guck mal, ich schlag so mein Gesicht von rechts nach links. Na! Sollen wir heute dann mit Julius in die Antoniusstraße gehen? Sollen wir Antoniusstraße gehen? Ey, ja, ich schwöre, lass mal. Was ist das? Yes. Was gibt's da? Was gibt's da? Kutten? Da haben meine Kollegen arbeiten. Echt, ja? Haben die geile Chayas? Ja, haben Chayas. Die schäme mich so. Ja? Ich, also wenn die Leute so reden würden, würde ich auch einen Meter Abstand halten. Vielleicht sogar noch mehr Meter. Also mehr als ein Meter auf jeden Fall. Merkt man gar nicht. Wo hättest du die Bilder gerne hin, du? Da. Also ich reiß jetzt einfach ab. Genau. Und das ist der Shot, ne? Genau, lass dir mal Zeit. Reiß mal ab so. Das letzte Bild liegt so vorne. Guckst du dir das an so. Immer so drauf. Du machst es auch kaputt.
Fuß auf dem Boden. Kann ich auch mit durchreißen? Ja. Oh. Wow. Angelo, boah, durchreißen, geile Idee. Soll ich mir noch die Flasche hier in die Hose machen? Ich glaube, hier musst du dann mal verschlaucht. So vier Flaschen bis dahin. Ja. Kann sie dieses Buch einmal lesen? Die braucht das nicht als Buch, die weiß das ja, ist ja so männlich. Ich war mal du und sah die Welt mit deinen Augen. Du musst jetzt lernen, in meinen Schuhen zu laufen. Und safe wird das kein Sprint. So geil, ey. Aber jetzt ist es schon wieder dunkler hier. Jetzt ist es ja dunkler hier. Vor allem war es irgendwie heller. Weiß nicht, ob sie noch mal rumgespielt haben, rumprobiert haben auch. Er ein Marathon, zu dem alle anderen Kinder mit einem Fahrrad kommen. Ja, kann auch sein, dass durch den Blitzlicht die Autohelligkeit von der Vlogkamera hier, dass das dann hell bleibt für eine kurze Sekunde. Es kann auch sein, dass es so ist. Geil. Hey, das war's. Okay. Yaminem ist abgedreht. Nice! Okay, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin gespannt, ich habe es ja schon gesehen, aber ich bin trotzdem gespannt auf Akt 5, wenn er kommt. Nämlich, hier sehen wir schon auch am 19.10. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Diese Woche kommt schon noch Freebie online. Oh, ist das nervig. Stimmt, ganz vergessen wieder. Ich wollte ja noch ein Video, egal, ich muss meine Pläne noch ein bisschen umschmeißen. Aber ja, genau, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao.